Grüß dich. Ich melde mich kurz, weil ich ein bisschen was sagen möchte zu unserem Gemeinschaftskunstwerk hier, diesem kleinen Ratgeber, wie man eine Frau zum Blühen bringen kann. Und erstmal vielen Dank, da haben ja schon einige mitgemacht. Die Herren sind noch ein bisschen zurückhaltend, sage ich mal. Das wäre schön, wenn man da auch ein paar Erfahrungen einbringt. Aber ich möchte mal kurz erklären, was es werden soll. Dann kann man sich dann auch besser denken, wie so ein Vorschlag aussehen könnte. Also am Ende möchte ich so ein kleines Heftchen machen, so groß hier. Und da sind dann 50 solche Seiten drin. Und das sind einfach Vorschläge, wie man eine Frau zum Blühen bringen kann. Und ich möchte auch, dass man sich das einfach so vorstellt. Also er hat das Büchlein vielleicht von ihr geschenkt gekriegt und kann dann nachschauen, wie das geht, einfach so. Und dann ist es halt auch relativ wichtig, dass man das jetzt ganz klar benennt und einfach. Also es sind auch Vorschläge gekommen, die sind toll. Ein prozesshaftes Miteinander, liebevoll berührt werden auf allen Ebenen. Aber wenn wir uns diesen, sagen wir mal, diesen Partner vorstellen, die dieses Büchlein liest, wäre es für ihn natürlich einfacher, wenn er ganz klare Anweisungen bekommt, schön kurz und knackig, was er mal ausprobieren kann. Und ich fand eigentlich unglaublich toll, hier von der Nicole diesen Vorschlag, zu Hause zum Tanzen auffordern. Und das ist was, da kann ich mir das richtig vorstellen. Das ist ein total guter Vorschlag, dass sie dabei erblüht. Und ich finde zum Beispiel auch zuhören und so, das ist natürlich alles wichtig, aber wenn wir so eine Vorschläge noch kriegen, das würde dann ein Ratgeber werden, der wirklich funktionieren kann. Ne? Und das ist eigentlich das Ziel. Also ich stelle mir vor, dann vielleicht dieses kleine Buch zu drucken mit 50 Seiten, mit 50 Vorschlägen ungefähr. Und wenn dann, ich sag mal, ein Partner darin irgendwo einen Vorschlag findet und den ausprobiert, in dem Moment hat das Kunstwerk schon funktioniert. Das ist das Ziel. Und deshalb würde ich es gerne nicht so kompliziert machen. Und ich wäre auch natürlich, ich bespreche mich mit meiner Partnerin da, auch redaktionell eingreifen. Und ich würde aber am liebsten ganz wenig nur redaktionell eingreifen. Deshalb habe ich das jetzt nochmal gesagt. Also wer noch Vorschläge hat, also mir fallen schon mal 10 ein, aber ich will jetzt auch nicht alles selber machen, es soll ja auch ein Gemeinschaftskunstwerk werden.